Ui, Aufstieg. Deine Kraft. Huch. Okay. Flucht der Trolle. Ich glaube auch, ne? Irgendwie sehe ich mehr Trolle als alles andere. Ja. Ja, Flucht der Trolle. Es waren Skylander, ich bin unschuldig. Ich war so schrecklich heldenhaft. Schon scheiße, dass wir so schrecklich heldenhaft sind. Naja, wenn du schon so fragst. Lord Chaos? Was ist denn jetzt? Sir, die Finsternis. Sie will dich sprechen. Was? What could possibly go wrong? Ich bin die Finsternis. Das klingt voll albern. Mach's nochmal. Fürchtet mich. Gehorcht mir. Ja. Das ist schon besser. Oh, wie bemerkenswert, Glamshanks. Was hast du getan? Nichts, Sir. Das kam von allein. Ah, Chaos. Wie ich höre, gab es einige Rückschläge. Tja, falls du mit Rückschläge die Skylander meinst, dann... Aber keine Rückschläge! Hier ist alles in Ordnung! Ja. Ganz ruhig. Fast so flauschig wie an der Bärbaustelle. Ich bin ja da. Ab jetzt wird alles wieder gut. Ach ja? Natürlich. Das hier ist nur der Beginn. Sind die Skylands erobert, holen du und ich uns danach jede einzelne Welt im Universum. Hast du gehört, Glamshanks? Das ganze Universum! Deine Aufgabe ist, mich mit dieser Macht zu füttern. Und dann fürchten alle mich. Die Finsternis. Und Chaos. Ja. Und Chaos, ja. Fast vergessen. Bestimmt. Mit der Unterhose weg. Socke. 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 Danke für die Rettung. Es ist wunderbar, euch alle zu sehen. Aber wir dürfen keine Zeit verschwenden. Obwohl Graf Moneybone Rehabilitationszentrum geschlossen wurde, treibt Chaos in den Skylands immer noch sein Unwesen. Ich hab den Skyschlinger aus der Nähe gesehen. Wie sollen wir nur so etwas Mächtiges aufhalten, Meister Ion? Der Skyschlinger selbst ist nicht das Problem, Yuko. Wahnsinn! Das gefällt mir gar nicht! Wir sollten fürchten, was sich im Inneren regt. Geschützt hinter der verzauberten Panzerung von Chaos Unheilstation lauern die letzten Überreste der Finsternis. Mach doch nicht so Krach hier. Und sie wird immer mächtiger. Ach, das ist nur die fieseste Macht in den ganzen Skylands. Klingt ach ja, wir brauchen die legendären Schätze. Solange der Lichtkern strahlt, wird die Finsternis, in der Skyschlinger Monstrosität bleiben, fürs Erste. Aber wir müssen schnell handeln, bevor die Skylands zerstört werden. Komm, Yuko, wir haben viel zu tun. Unangenehmes stoßen. Oh nein!
Er ist es. Ich weiß nicht, was du über mich gehört hast, aber ich bin... So, wir haben jetzt ungefähr 2 Milliarden alte Bonus-Items und Levels. So, erstmal zu viel zu. Wenn du an der Spitze bleiben willst, musst du gegen die Besten antreten. Und ich habe die Besten. Ich stelle dich auf die Probe und belohne dich, wenn du deine Sache gut machst. Besuch mich hier, wenn du Lust auf Herausforderungen hast. Wendergast ist eine meiner wenigen... Dein Controller? Ich hasse das, wenn Videos zu lang sind für den Controller. Aufrechten Bekanntschaften von früher, Skylander. Vergiss er dich lieber, dass er nichts aushält. Stampf, Stampf, Kampf! So, Kapitel 20. Stell erstmal den ganzen Kram drauf. Ja, weil wir unsere Skylander erstmal runternehmen. Die gehören da eigentlich gar nicht zu. Kann ich mal schwimmen um ins Portal rein. Trotze dem Sturm! So, der Amboss. Der Amboss kommt sofort. Oh, Amboss Egg. Legendärer, ist gut. Was haben wir hier? Schwerter. Ah, warte, wir müssen erst bestätigen. Ja, tschüss. Du? Huch, ich? Okay. Seltsam. Geistschwert. Auch du. Wer weiß, dass das meine sind oder so. Achso, ja, wahrscheinlich. Ja, genau, wahrscheinlich. Was haben wir hier? Eine komische Maske. Ein Dicky Drachkopf. Und eine Libelle. Sparks. Ja, ich weiß doch. Das wissen allerdings wahrscheinlich die wenigsten Zuschauer. Sparks ist natürlich aus den ersten Spyro-Teilen, die noch nichts mit Skylander zu tun hatten. Ja, ein Eisenschild. Und jetzt müssten wir mal ausprobieren, ob die Dinger noch was bringen. Ja, ich habe auch noch Items. Ja, dann halt nicht. Eine Musikmaschine. Ein Heilelixier. Ein Hammer? Der war aus einem Battlepack wahrscheinlich. Eine Zeitmaschine? Zeitwender, genau. Eine Zombie-Kralle. Dann halt Schicksalshand, auch gut. Einen Diamanten. Ein Sparschwein. Und ein Schaf. Ein silbernes Schaf. Ein silbernes Schaf. Platinschaf. Ha. Gar nicht silber. So, und jetzt die Levels. Was ist das hier? Werden wir sehen. Dragon irgendwas. Drachenhöhe. Tatsache, die bringen ernsthaft auch noch was. Warte. Das war das Eislevel hier. Eisimperium. Dass man die alle einloggen muss, der weiß doch eigentlich, was wir alles haben. Ions Spiegel. Und das Piratengeisterschiff, irgendwas. Piraten, ja, okay. Und meine Levels sind hier. Einmal eine, was ist denn das, eine Krypta? Eine Düstergruft, gut. Ein Zug. Gruselexpress, genau. Der war aus dem Trap-Team, oder? Das ist, glaube ich, der... Trap-Team? Weiß ich nicht, ob ich den Trap-Team... Der ist aus dem ersten, glaube ich. Das war irgendwas mit dem Turm der Zeit.
ich weiß nicht mehr, welcher Sockel. Turm der Zeit, genau. Ein komisches Schafportal. Das war, glaube ich, aus dem ersten. Schafbruchinsel. Ein... Ah, hier, guck. Die Lichtelemente waren aus dem Trap-Team und die haben den roten Sockel. Das hier ist der Turm des Lichts oder sowas. Oh, cool, der hat ja sogar diesen... Achso, da muss man bestätigen. Der hat diesen Lightcore-Effekt drin. Der Sonnenkratzer. Ja, Trap-Team. Giants ist auch. Und du musst das immer noch bestätigen? Oder schon wieder? Der hat ja auch einen Lightcore-Effekt. Genau, der, das Mitternachtsmuseum. Das müsste auch vom Trap-Team sein. Ja, klar, ist ja Dunkelheit. Und hier habe ich noch was, wahrscheinlich aus irgendeinem Battle Pack. Das müsste aus dem ersten Teil sein. Aber auch mit Lightcore-Effekt, guck mal. Ach, ich weiß auch nicht. Eine siebende Schmiede. Was war das? Das war, glaube ich, tatsächlich alles, was wir hier so noch rumliegen haben. Na dann, platziere ich mal ein bisschen was. Ich weiß zwar immer noch nicht, was es bringt. Ich darf es irgendwie gerade nicht platzieren. Na, da wo Platz ist halt. Wahrscheinlich geht auch nicht alles überall oder so. Und wenn die platziert sind, kannst du, glaube ich, auch nochmal bewegen. Aber ja, was es bringt, keine Ahnung. Angeblich weiß man es ja, wenn man es platziert hat, aber ja. Irgendwie weiß ich es trotzdem nicht. Nee, irgendwie ist das ziemlich... Es steht halt rum, ja. Es bringt aber bestimmt irgendwas. Ein schwarzes Loch? Nein, nicht das schwarze Loch mitten in unsere Akademie setzen. Ich komme dann vorhin, wo ich es hinsetzen kann. Ja toll, es steht ein scheiß schwarzes Loch rum. Okay. Cool. Also okay. Das wissen wir jetzt, was es tut. Interessant. Ah! Ah! Hilfe! Geh doch nicht gleich ganz runter. Oh, verdammt. Sagt er auch stark. Da oben ist übrigens immer noch so ein einsamer irgendwie. Gut, das tut also das schwarze Loch. Ja, Und der Rest tut irgendwie nichts. Das wissen wir ja nicht. Also neben dem kann man kein R drücken. Neben dem auch nicht. Stehen einfach nur im Weg rum. Genau. Das trifft es ziemlich gut. Los geht. Hast du dich schon mal aufgebaut? Was? Hattest du den nicht mal? Nein, den ersten habe ich. Weiter, 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 weiter. Den. Den haben wir irgendwo gefunden, ne? Der ist nicht von uns. Ne, der ist nicht von uns. Macht auch nichts. Ja, wir können natürlich damit prollen, dass wir hier einmal alles Mögliche haben. Das war, glaube ich, das Schild und nicht das. Ja, habe ich gerade gemerkt. Ist das auch wieder weg? Ja, das Ding hat irgendwie einen Bug. Da steht ein Eisimperium rum. Tun alle nichts. Hier ist noch viel Platz. Ja, toll. Bau alles bei Persephone zu. Wo ist hier eigentlich die Kampfübungs-Area? Die habe ich noch gar nicht gesehen. Ah doch, da ist die Gruppe. Die, was die macht bestimmt hier. Ja, genau. Achso, das meinst du. Hier kann ich R drücken. Okay, ist das doch. Mach ich doch. Okay, jetzt haben wir coole Schwerter. Okay. Einen Hut geben? Okay. Na gut. Na,
Na, immerhin tun sie irgendwas, ja. Aber... Das tut doch bestimmt auch was. Na, das war doch klar. Aber irgendwie macht gar nicht Musik. Nicht so richtig. Kein Platz, kein Platz, da ist Platz. Also ein paar geben einfach irgendwie... Dinge. Eine Rennstrecke, okay. Die wir auch jetzt wieder platzieren können. Wahrscheinlich. Nee, eine Rennstrecke können wir fahren. Ja, da stand doch irgendwas mit platzieren. Ernsthaft? Ja. Das war irgendwie dämlich. Das heißt, unser Lehrer Schatz hat uns legendärer Schatz. Oh, Rundsprung. Stimmt, da haben wir ja noch ordentlich gut. Okay, ein Rundsprung gibt einfach mal einen Seelenstein. Das ist auch neu. Der Wunschbrunnen ist neu, ja. Von daher ist das natürlich neu. Sieht aus wie ein legendärer Schatz. Ja. Ich will auch mal. Hä? War der jetzt kaputt? Nee. Der hat Portalmeister XP gebracht. Tatsächlich. Du willst eine doofe Hüte raus? Ja, der ist nicht so teuer, ne? Nein, aber denkst du nicht. Muss ich wieder machen. Himmelstein. Du willst eine doofe Hüte raus. Du willst einen doofen Himmelstein. Om nom nom. Jetzt habe ich Hunger. Nahrungsdieb. So, wir haben noch nicht alles geklatscht. Nein. Mein Schatz. Macht nichts. Schwebt nur dumm. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass der Geld rausschmeißt. Ja. Tut nichts. Ist nur zum Prollen. Das meiste irgendwie. Kann auch nichts. Ein bisschen groß. Oh, oh! Der ist ein bisschen arg groß. Dafür brauchen wir, glaube ich, erstmal mehr Platz. Kann auch nichts. So, das gibt da jetzt aber bestimmt Geld. Na, hoffentlich. Nee, kann auch nichts. Das sind doch alle doof. Oh, das ist auch ein bisschen größer. Ja, das auch. Wir brauchen mehr Platz. Das ist ja süß. Kann aber auch nichts. Aber es ist süß. Es kommt halt nicht mehr durch, da steht so ein scheiß Portal im Ding. Da steht ein Sportschwein im Weg. Und dann Schatz. Kann auch nichts. Also man kann sich mit den legendären Schätzen wunderbar die Akademie zubauen, dass man irgendwo mal hinkommt. Aber so sonderlich sinnvoll sind die nicht. Jetzt habe ich nicht verstanden, was er will. Ja, das ist eine Teststrecke oder so. Was? Nein, das ist die immer ändert. Ach ja, genau. Da kommt Maggi. Maggi brauchen wir. Maggi haben wir noch nicht. Suchst jetzt einen neuen Platz zum Zubauen? Ja, such einen neuen Platz zum Zubauen. Du meinst, hier kann ich bauen? Ich weiß nicht, ich wollte es ausprobieren. Weiter. Ja, den Grusel-Express haben wir noch nicht. Ja, ne? Aber der braucht zu viel Platz. Und hier passt ein. Ja, aber wir treffen. Oh, wie süß! Oh! Kann aber nichts. Ich fang ihn! Ich sehe wenigstens auch süß aus, wenn ich dem nachlaufe. Natürlich. Ich fang ihn. Geh weg. Na gut, kämpfen können wir hier nachher nicht mehr, aber wir haben die legendären Schätze getestet.
Wo wollen wir denn? Den haben wir. Steht wunderbar im Weg rum. Oh! Folgt mir. Das ist cool. Der ist ganz schön klein. Ja, der andere auch. Kann auch nichts. Im letzten Teil haben die einen wenigstens auch irgendwie gestärkt. Ja, man konnte sie auch im Kampf draufschmeißen und dann haben sie so einen Bumm gegeben, wie den Lightcore-Effekt. Also, beim Reinstellen. Einmal dieses Puff. Irgendwie finde ich das diesmal ein bisschen schade gelöst. Ja. Oh, der, oh, der macht was. Das ist toll. Das war die falsche Taste. Sie sind weg. Eingepackt. Diesmal hat es irgendwie fast alles nur Deko-Zwecke. Ja. Obwohl einem noch so groß weiß gemacht wird, dass das eben. Dass die irgendwas können, ja. Ja. Okay. Ja, und was tut das auch so, was ich jetzt komisch aussehe? Keine Ahnung. Ups. Bumblitz, das war fantastisch! Aber der Zug ist cool. Ja, der ist süß. Die sind auch alle so klein. Ich meine, der Turm war riesig. Ja, aber willst du einen riesigen Turm hier stellen? Nein, dann ist er noch mehr zugebaut. Ah, da kam was. Musik. Ah ja. Na dann. Wie viel haben wir eigentlich jetzt mittlerweile? Ja, schon ein bisschen was, aber wir sind bald durch. Es kann ihihihihihi sein. Auch nicht schlecht. Sollte man haben. Jetzt steht Donkey im Weg. Das macht schneller, ja. Hm. Was das hier macht, weiß ich aber trotzdem nicht. Vielleicht auch schneller? Weiß fühlt sich so an, oder? Ein bisschen vielleicht. Geht Donkey da mal weg? Ja. Nee, so geht's nicht. Ach so. Ich kann mich nicht bewegen, wenn du drin bist. Ja, versuchst du trotzdem. Achso, den hatten wir schon. Alles gut. Die Rennstrecke und noch irgendwas. Wir können noch nicht hinstellen, die Rennstrecke. Und das Tor und das die hatten wir noch nicht. Das Piratenschiff könnte eventuell. Ja, doch. War gerade grün, glaube ich. Ja, es war kurz grün. Ja. Oh, wie süß. Ja. Unbedingt. Kann allerdings auch nichts. Kann nichts, aber ich glaube, hier haben wir nochmal Platz für einen großen. Danke, ich stehe im Weg. Donkey ist weg. Ups, was soll denn jetzt tun? Bin gefangen. Die Rennstrecke noch. Ja. Und dann sprechen wir endlich mal mit dem, wem auch immer wir sprechen sollen, und fertig. Hallo, Skylander. Oh. Das ist der neue Spielraum, den Max eingerichtet hat, damit man sich erholen, entspannen und unterhalten kann. Hier kannst du viele tolle Dinge machen. Oder spielen wir einmal Himmelsteinturbo. Du kannst Himmelsteinturbo spielen, wann immer du willst. Du kannst dir alte Aufzeichnungen anhören, die du gefunden hast. Du. Und du kannst auf der Leinwand Filme ansehen, die deine vergangenen Abenteuer dokumentieren. Oh, cool. Aber hier gibt's gar keinen Gegner. Du kannst nur alte Gegner wieder mehr. Ach so. Sicher? Ach nee, gegen mich spielen. Du bist dran. Wie es aussieht, oder? Das wäre ja lustig. Nee, oder? Nee, dann würde ich ja alles sehen. Keine Ahnung. Probier's aus. Blubberbeard. Das ist ja eh gemacht.
Slobber Trap. Wir gegeneinander geht ja nur, wenn du dann das Gamepad, ja. Ja, und ich? Ein anderes Gamepad oder wie? Ja, keine Ahnung. Calliope! Hootsicle! Alle 8 dazu gekriegt. Storm Spawner. Grave Clubber. Du bist dran. Muss aber irgendwann irgendwie mal angreifen, ne? Ja. Bone Chumpy. Das ist aber halt tatsächlich auch nicht so leicht, Susan. Turbo bereit. Barrel Blaster. So, jetzt kann ich ihm auf die Schnauze hauen. Percussion Pounder. Trolling Thunder. Du bist dran. Captain Bristle Stash. Was für ein Glitzer, der noch schön. Ich will jetzt so lang wie alle von dem. Ja. Turbo bereit! Ja, dann müsste er 4 HP. Barrel Blaster! Ich schau, dass das kein Plus gibt. Ja. Der Auto wird das übrigens auch. Turbo bereit! Ja. Irgendwie ist auch das Auto, das ich drauf habe, ist das, was ich da krieg, ne? Weil das ist Barrel Blaster, den ich die ganze Zeit bekomme. Schon mal. Du bist dran! Ich hab nicht drauf geachtet. Spotbite. Rage Mage. Du bist dran. Der ist gestärkt. Fire up, Frontman. So, das war's für ihn. Mablobs! Sie! Ja, vor allem, wenn er ein anderes Spiel nicht spielt. Aber er konnte ja nichts mehr machen. Das stimmt so nicht ganz. Es gibt ja nun auch Karten mit Bonus-Aktien. Ja, klar. Aber war nicht bereit. Könntest du jetzt weiter drücken? Ja, natürlich. So.
Hat da aber irgendwo grün. Auf dem Tisch, oder? Auf dem Tisch? Ja, oder da war grün. Da, da war grün. Grün. Oh, man kann gleich erst drücken. Ja, drück doch. Jetzt ist weg. Ups. Nein, jetzt hast du es ganz weg. Ich soll wieder hin. Ach Mist, wir stehen falsch. Geh mal weg, Donkey. Ah, Sparks! Ach, man hält das ja, man kann es anhalten und wieder losfahren lassen. Na gut. Ja, Deko. Wäre das auch sicher. Das Ding sagt, wir sollen. Was? Woanders hin, oder? Ach so. Da unten so. Ich wollte da oben rein. Du wolltest noch gucken, oder was? Da ist irgendwas Neues offen. Das war vorhin zu. Ja. Jetzt habe ich glaube ich auch raus, was man machen muss mit den Schätzen Schätzen. Aus irgendeinem Grund muss man die verprügeln. Die bringen nämlich ganz schön viel Kohle. Okay. Kommst du? Nicht dauerhaft, nur ein bisschen. Na gut, legendäre Schätze verprügeln, warum nicht? Ups. Da ist doch nicht genug davon. Wollten wir noch gar nicht, oder? Wir sollten nochmal mit Pandagast reden. Komm wieder zu meinem kleinen Projektionshafen, wenn du für einen Rennen bereit bist, Skylander. Oder komm hier rüber und sprich mit mir, um ein paar besondere Rennherausforderungen zu erhalten. Und jetzt bin ich hier, wusch! Ich bin überall, Baby. Oh yeah. Hey, Skylander! Ach, wir sollten das bloß tun. Ja. Wir müssen das nicht wirklich tun. Können wir ja auch irgendwie nochmal, aber ja. Jetzt noch nicht. Sieh dir die Rennen an. Sprich mit Ion. Verprügel die Schätze. Falls mal noch nicht vorbeikommen. Nicht alle, das sind die von früher. Genau. So die, die wir draufgesetzt haben. Jetzt obwohl das Piratenmeer nicht. Ja, das ist auch süß. Achso, darum darf man das nicht verprügeln. Nee, es war auch kein Schatz, es war ein Level. Ja, aber Level habe ich eben auch verprügelt und Geld gekriegt. So ganz steige ich dann noch nicht durch. Die Geschichte der Finsternis und den Sieg über sie beschreiben. Ich glaube, dass die Informationen in diesen Büchern der Schlüssel zu unserem Sieg sind. Aber diese Bibliothek ist riesig und verflucht. Hugo hat recht. Selbst wenn sie nicht verflucht wäre, würden wir Jahre brauchen, um das zu finden, wonach wir suchen. Vielleicht, vielleicht nicht. Wie wäre es, wenn ich einen Zauberknilch besorge, der sich in der Zauberknilch-Bibliothek auskennt? Will ich wissen, wie? Hey, wir sind auf dem aufsteigenden Ast. Größtenteils. Irgendein Zauberknilch in einer kleinen Kampfarena hat jedem einen Wunsch versprochen, der ihn besiegt. Wir müssen nur teilnehmen und gewinnen. Oh, das war ja nicht gut. Skylander, willst du zum Champion der Prachtvögelinsel werden? Wollen wir zur Prachtprügelinsel?